sicher verstehst du das. Bei Ruhrgebiet live erleben. Wir stehen hier vor einer Geruchsbox. Das ist Emscher. Los geht's. Und schon befinden wir uns vor einem ganz besonderen Relikt. Es gibt auch eine richtig düstere Geschichte hier. Nicht nur Kur, also hier muss man nicht. Da ist die wunderbare Skyline der tollsten Stadt im Ruhrgebiet. Mein Essen. Spontaner Besuch im noch ganz jungen Jahr 2023 im Ruhrmuseum auf dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein. Die erste Potternander unterwegs Folge geht also ins Museum. Aber nicht bloß irgendeines. Es ist neben dem Museum Volkwang wohl das Museum, wenn es um die Geschichte und die Entstehung des Ruhrgebiets sowie um die Leute geht, die in der Region leben. Natürlich geht es auch um die Industrialisierung, den Aufbau, die Zerstörung, den Wiederaufbau, die Renaturierung und den gesamten Strukturwandel. Ja, hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander hier aus dem Ruhrmuseum 2023, unsere erste Tour. Es regnet draußen, perfektes Museumswetter, was kann es da Schöneres geben, als auf Zeche Zollverein hier im Ruhrmuseum einfach mal einen Nachmittag zu verbringen. Kommt mit, auf geht's auch in die Sonderausstellung. Ruhrmuseum bedeutet Zeitgeschichte, chronologisch erleben und erfahren, wissen, wie das Ruhrgebiet entstanden ist, wer und was die Metropole geprägt hat und was sie immer noch bewegt. Zur Geschichte und zur Kunst und Kultur und natürlich auch zur Entstehung vom Ruhrgebiet ist das Ruhrmuseum eine echte Institution. Und hier gibt es auf mehreren Etagen alles Wissenswerte zu entdecken und zu erleben, wie das Ruhrgebiet entstanden ist und vor allen Dingen, was es ausmacht. Ja, natürlich spielt auch der Sport im Ruhrgebiet eine wichtige Rolle. Und hier betreiben wir natürlich auch wieder jede Menge Fanarbeit, wenn wir hier die Vitrine sehen, wo alle Ruhrgebietsvereine zusammen ein ganzes bilden, finde ich großartig, denn genau das macht es aus. Es erwartet euch eine unfassbare Sammlung von unglaublicher Dimension in einzigartiger Kulisse. Kommt mit auf Zeitreise im Ruhrmuseum auf Zollverein. Weil wir ja extra so sprechen, Dialekt, Umgangssprache, Mundart, ist ja alles ein bisschen richtig, ist ja alles ein bisschen falsch. Ja, Ruhrgebiet live erleben, das gibt es auch nur hier. Und wir stehen hier vor einer Geruchsbox. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier diesen Button drücken soll. Könnt ihr das erkennen? Das ist Emscher. Komm, los geht's. 21, 22, 23. Ah, bah! Des Ruhrmuseums, die sind wirklich unerschöpflich. Man kann sich hier nicht nur ein paar Stunden, sondern ganze Tage aufhalten und schon sind wir auf einer anderen Ebene und erleben hier alles Wissenswerte zur Geschichte und Gründung der Emscher. Also eine ganze Chronik ist hier zu erfahren und nachzulesen und wirklich eine bildgewaltige Sammlung. Wahnsinn. Ja, und weiter geht's mit dem Strukturwandel von 1957 bis 2010 hier auf der nächsten Ebene und schon befinden wir uns vor einem ganz besonderen Relikt, was selbst ich noch kenne, mit Mitte 40. Das hier, liebe Leute, für all diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Fahrkartenautomat. Genau, früher hat man das Ganze analog gemacht. Hier konnte man echtes Geld noch, also Münzen, Hartgeld einschmeißen, die Einzelfahrausweise anwählen und sich hier innerhalb der Wabe dann bewegen und natürlich, wenn es kein Fahrkartenautomat gab, dann konnte man auch Fahrkarten beim Busfahrer persönlich erwerben. Wahnsinn. Gewalt, Zerstörung,
Strukturwandel, Industrialisierung und soziale Kämpfe, Konflikte. All das ist auch das Ruhrgebiet. Es gibt auch eine richtig düstere Geschichte hier, die Arbeitswelt und die ganze Arbeiterbewegung. Schon auf dem Panoramadeck hier vom Ruhrmuseum auf Zollverein. Und was soll ich sagen, als hätte das Wetter nur auf uns gewartet. Ne? Es regnet mal gerade nicht. Wunderbare Skyline der tollsten Stadt im Ruhrgebiet. Mein Essen. So, das war doch wieder bei Botanal. Begeistert bin ich natürlich wieder vom Museum. Das ist eine absolut unerschöpfliche Sammlung hier, alles Wissenswerte rund ums Ruhrgebiet, natürlich hier auf dem Weltkulturerbe der Zeche Zollverein in der Ruhrmetropole Essen. Bis bald, euer fröhlicher Unterhalter, vergesst dann rausgehen nicht und bis dann, ciao!